Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute wieder bei der Firma Buckles Offroad. Ich bin heute hier bei der Firma Buckles Offroad und heute gibt es einen Unterfahrschutz und den bauen wir jetzt an. Wenn ihr mich ein bisschen schlecht versteht, wir sind hier in der Werkstatt, da sind wir ein bisschen lauter. Ich bemühe mich aber klar und deutlich und laut für euch zu sprechen. Also dann viel Spaß. So, und da ist das gute Teil. Das kommt jetzt vorne drunter. So, falls ihr euch wundert, was wir hier treiben, wir mussten gerade noch die Löcher ein bisschen aufbohren, weil normalerweise ist serienmäßig schon ein Unterfahrschutz drunter. Bei uns war der nicht serienmäßig drunter, das heißt, uns fehlten die Schrauben, die genau da vorne drin sind. Die mussten wir jetzt ersetzen, haben also neue Schrauben benötigt, allerdings hatten die nicht das Maß bzw. nicht die Länge. Also das, was wir ein bisschen aufgebohrt haben, nehmen jetzt andere Schrauben dafür. Und wir mussten gerade mit roher Gewalt die Schraube hier hinten für die hintere Befestigung noch lösen. Hat aber dann nach ungefähr 700 Versuchen auch geklappt. Wir schrauben jetzt gleich die Halterungen für den Unterfahrschutz an und danach kommt der Unterfahrschutz. Und dann sind wir damit schon fast fertig. Also dann, ich höre auf zu reden. Ihr kommt weiter. So, damit ihr auch mal seht, was wir jetzt hier die ganze Zeit, die ganzen restlichen 7 Stunden veranstaltet haben. Hier sind die 2 Halterungen, die noch nicht ganz fest, damit wir gleich noch die Platte, die der Benedikt in der Hand hat, ein bisschen justieren können. Und da sind zwar lange Löcher drin und sowas, ne? Aber bei solchen Sachen gerne auch mal der Hammer. Ja, der gute alte Hammer. So, genau, hier, die haben wir schon festgemacht. Da war hier hinten vorhin das Problem, dass wir die nicht rausgekriegt haben. Haben wir aber geschafft. Mit Benedikts Geduld und roher Gewalt. ja, und hier vorne ist auch fest. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Platte davor machen. Aber nur noch, es kommt hier nicht so gut an, dann dauert es meistens 3 Stunden länger. Gut. Wir lassen das Ende offen, ich stelle euch wieder hier hin. Und wir basteln ein bisschen weiter. Es war bis auf die Schraube eigentlich relativ easy, ne? Es war einfach, ja. Aber bis auf die Schraube. Ja, ganz genau. Also die Schraube, die aber war... Aber sonst super. Die war, also ganz einfach. Die Schraube war scheiße. Aber das darf man nicht sagen, das ist jetzt gestrichen. Die Schraube war nicht toll. Ja, ja, aber ansonsten ging es ganz gut. Super. Von daher, ja, vielen Dank nochmal, Bene, an dich. Auch, sehr gerne. Für eigentlich die ganze Arbeit. Und ja, falls ihr auch so ein Teil braucht, Link mit Kontaktdaten zu Benedikt sind unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich Leuten gehört, dass demnächst auch ein Online-Shop kommt. Wenn es soweit ist, wird er selbstverständlich auch verlinkt und den packen wir dann auch mal oben rechts in die Ecke. Oben in die Ecke, da wird er dann auch verlinkt. Da könnt ihr das Ding dann eventuell direkt bestellen oder auch andere Unterfahr Schutz, Schütze, Unterfahr, Schutzteile, die dann da auf der Seite sind, wird aber dann alles verlinkt. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf der Haube wieder. Auf der Haube wieder, ganz genau. Bis nächste Woche. Auf der Haube, auf der Lauer. Ciao. So.